So, willkommen zum fünften Türchen vom Adventskalender. Und wie immer fangen wir natürlich an mit Adi seinem Adventskalender. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal die Nummer 5 hier raussuchen. 755 ist hier oben auf der Ecke und wieder eingedrückt, dass man auch ja nicht rankommt. Toll. Es wird ja immer besser. Guckt euch das an. Das sind einfach nur drei Stückchen drin, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Adi, komm, wir geben dir das in die Hand. Da. Eins. Zwei. Oh, zwei mit einmal. Da sind sie schon alle drei weg. Das war der Adventskalender von Adi. Richtig spektakulär, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir zum Türchen Nummer 5. 5 vom Bier-Adventskalender. Das haben wir diesmal hier unten, wenn wir das aufmachen. Und da sehe ich schon, ja, nein, ach, ich weiß es nicht. Hier haben wir erstmal den Stöpfel. Der Deckel ist weiß und karamellfarben, wenn man das so nennen will. Da ist ein Pferd und ein Reiter drauf. Das sieht vom Deckel her eigentlich ganz cool aus. Dann hat es aber hier so ein böses rotes Etikett. Fürst Karl Schlossgold, Schlossbrauerei Ellingen, ne? Fürst Karl. Hier auch nochmal, was auf dem Deckel schon zu sehen ist, also auf dem Kronkorken dieser Reiter mit Pferd, diese goldene Fürst Karl Schrift, Schlossgold, Schlossbrauerei Ellingen seit 1690. Das hat 5,1 Umdrehungen. Bayerisches Bier steht ja auch noch mal drauf. Also Etikett würde ich. Was geht man denn? Es ist auf jeden Fall auffällig. Es sieht jetzt sehr edel aus mit diesem goldenen Wappen und dieser schnörkeligen goldenen Schrift. Diese Farbkombination aus Gold und Rot passt eigentlich gut zusammen. Passt eigentlich gut zusammen, eigentlich mag ich aber eher nicht so dunkle Farben. Mir fehlt, bisher ist noch keins dabei gewesen, wo ich auf Anhieb gesagt habe, richtig genial. Trotzdem gibt es Schlechteres, gibt bessere. Ich finde, das ist schon schön gemacht, wenn man das in eine Runde mitbringt, freuen sich die Leute. Ich würde jetzt 3 von 5 geben für das Etikett alleine. Jetzt kommen wir aber natürlich zum Schaum und Farbe. Der Farbe, wer kennt ihn nicht? Deswegen machen wir es einmal auf und gucken, wie es uns entgegenkommt. Wir schenken ein. Der Adi sucht den Stöpfel. Und jetzt wieder ganz wichtig: mit dem Bier-Tasting-Glas und in die Kamera halten. Der Fürst Karl, guckt euch den an. Fürst Karl, der hat auf jeden Fall, jetzt wie es aussieht, schon wieder eine sehr schön goldene Farbe. Also so Dunkelgold, ja. Wer kennt Dunkelgold als Farbe? Na, wie wünschst du dir dein nächstes Auto? Dunkelgold auf jeden Fall. Diesmal machen wir es auch ohne Schaum. Hauptsache, das ganze Bier kommt mit einmal rein. Es sieht auf jeden Fall sehr vernünftig aus, wie das da drin rumzirkuliert, ja. Nach den ganzen ausgewaschenen Farben, die wir bisher dabei hatten, muss ich sagen, hat das eine richtig kräftige, herrliche Farbe. Bei euch sieht das leider nicht so gut aus, bei mir aber schon. Für die Farbe würde ich sogar 5 von 5 Punkten geben. Das gefällt mir richtig gut, das ist richtig appetitlich. Auch den Schaum ist wie immer geschissen, ne? Könnte man mehr Schaum machen, dann passt aber nicht alles rein. Und wir kommen zum Geruch. Jedes Mal, wenn ich rieche, habe ich dann den Schaum in der Nase. Es riecht auf jeden Fall sehr neutral. Also das letzte hat einen richtig krassen Biergeruch gehabt. Das hat einen neutralen Geruch. Da kann ich eigentlich gar nichts wirklich raus riechen. Deshalb würde ich auch nur eine 3 geben. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, das riecht voll gut, aber auch nicht voll schlecht. Also wieder das Mittelmaß. Bisher die Farbe hat am meisten überzeugt. Und jetzt kommt natürlich noch der Geschmack. Der Geschmack, was ja immer das Wichtigste ist. Und so gut wie das aussieht, so gut schmeckt das hoffentlich. Okay,
Schmeckt ein bisschen ausgewaschen, keine Ahnung. Wie wenn ihr jetzt, wenn ihr das Glas frisch ausgewaschen habt und da sind noch Seifenreste drin und der nächste schenkt schon wieder was ein und ihr habt dann so einen richtig wässrigen, aber bitteren Geschmack. Und das ist leider da auch so. Also geschmacklich finde ich es jetzt nicht so krass. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Fürst Karl Schlossgold hat ein einigermaßen gutes Etikett, hat eine wunderschöne Farbe, aber geschmacklich würde ich wahrscheinlich auch nur auf 3 schon wieder. Eigentlich ist 3 ist immer, wenn man gar keine Ahnung hat, nimmt man immer 3, dass man auf der sicheren Seite liegt. Wir müssten eigentlich richtig vernichtendes Urteil nehmen. Adi, sind ja gleich fertig. Ich muss noch mal probieren. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, ne? Also man kann es auf jeden Fall erstmal trinken in einem Hieb, aber danach macht sich so ein richtiges Brennen breit, was ich so an sich gar nicht kenne. Ich würde, glaube ich, trotzdem nur eine 2 von 5 geben für den Geschmack. Zwei von 5 Punkten für Geschmack. Das war es jetzt aber wirklich von unserer Seite aus. Der Adi hat nämlich Hunger und will endlich fressen. Dem gebe ich nämlich immer nichts. Das Erste, was er kriegt, ist sein Adventskalender. So ist das geregelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.